Zur Kontrolle von Corona-Regeln werden Mitarbeiter aus anderen Ämtern abgestellt. Insgesamt 70 Ordnungskräfte sollen in der Stadt patrouillieren. Schon das falsche Tragen von Masken kann teuer werden, kündigte CDU-Stadtrat Andreas Horn an. Der Bußgeldkatalog des Landes wird konsequent angewendet. Schaut die Nase raus, ist das ein Verstoß. Auf öffentlichen Plätzen sind die Kontrollen einfacher umzusetzen als in den privaten Haushalten. Dennoch soll es auch hier verstärkt Kontrollen geben, zu vergleichen mit Verstößen wegen Ruhestörung. Es wird eingegriffen in die Grundrechte von Millionen. Es stehen Existenzen von Tausenden oder Hunderttausenden auf dem Spiel. Und diese Entscheidung kann nicht die Exekutive treffen. Das ist eine Verletzung des Gewaltenteilungsgrundsatzes, den wir haben in der Verfassung und des Demokratiegrundsatzes. Warum darf die Fußball-Bundesliga weiterspielen, aber auch wieder meine Kinder dürfen nicht mehr ihrem Freizeitsport nachgehen? Warum, weiß ich nicht, werden die Kinder in durchgezogene Klassenzimmer gesetzt mit Wintermänteln? Und andererseits finden viele Dinge auch weiterhin statt. Ein neuerlicher Lockdown ist im Grunde vollkommen unvorstellbar. Ich kann das in keiner Form nachvollziehen. Der erste Lockdown wurde uns sogar von unseren Politikern bestätigt, war schon umsonst. Warum sollten wir jetzt nochmal einen Lockdown machen? Für uns ist es unglaublich. Unterdessen gehen Staatsrechtler davon aus, dass einige Einschränkungen aber noch gekippt werden.